FC Schalke 04, präsentiert von Burger King und Hannover 96, präsentiert von Union Investment. Der Schiedsrichter der Partie ist Christoph Gerling vom VfL Frontheim. Viel Erfolg, viel Spaß! So, wir kommen zur Partie Schalke 04 gegen Hannover 96. Schalke, die Wundertüte. 7-1 Sieg gegen Eintracht Frankfurt, 1-2 gegen starke Berliner. Hannover 96 mit 0 Punkten bisher im Turnier. Hertha BSC 1-3 verloren gegen Stuttgart mit 0-4. Und jetzt der nächste Versuch gegen ein Team aus dem Topf Westen. Eins kommt für Hannover noch morgen. Dann wartet nämlich der BVB, also die beiden Reviernachbarn, die nächsten beiden Aufgaben für Hannover 96. Und wir sind sehr gespannt, wie sie sich da schlagen und verkaufen werden. Wir hatten gerade gegen Stuttgart so einen körperlichen Nachteil ausgemacht bei Hannover. Etwas kleiner, etwas schmächtiger, nicht ganz so körperkräftig. Wir sind gespannt, wie sich das jetzt hier im Duell gegen Schalke 04 verhält. Erster Freistoßpfiff durch Christoph Gern, Schiedsrichter vom VfL Frohheim. Erster Einsatz für ihn im Turnier. Da haben wir ihn im Bild auf Pfiff angezeigt. Ein bisschen Verkehr regeln. Und dann kann es auch heiter weitergehen hier in der Partie. Schussversuch abgeblockt von Azikili, der jetzt nochmal die Chance bekommt und scheitert an Maximilian Braune. Gegenzug. Schalke greift an, Ball noch gerade so rübergezogen. Hier haben wir das Tempo jetzt mal schön gesehen, die Dynamik gesehen in der Nahaufnahme. Entscheidend gestört. Hannover schmeißt sich in die Binde. Also beide Mannschaften mit Tempo hier reingestartet in diese Partie. Verspricht eine attraktive Paarung zu werden zwischen diesen beiden Teams. Freistoßpfiff jetzt. Yusuf Keskin mit dem Foulspiel. Abgelegt. Gute Fußabwehr. Ja, der Maximilian Braune hat bisher im Turnier einen sehr guten Eindruck hinterlassen bei den Schalkern. Drei Gegentore insgesamt kassiert. Schulter der Ankeim. Dafür hat er auch ordentlich was verhindert. Guter Ball jetzt darüber gespielt. Und da war es fast schwieriger, den Ball nicht zu machen, als ihn zu machen. Das war Leutrim Ali Musay. Auch eine Kunst, dass daraus kein Tor wurde. Hannover also mit ein bisschen Fortuna im Nacken hier. Abschlussversuch und ganz trocken weg. Entspannt zum 1:0 durch Torben Glombica. Führung für Hannover 96. Wurde nicht richtig angegriffen, kein Druck auf den Ball. Einfach mal abgezogen. Nächste Chance kommt schon, der Lupfer. Und das war fantastisches Tor. Ganz gefühlvoll von Philipp Pavlovic. Da sehen wir es nochmal. Zack, wunderbar. Dafür wurden Wiederholungen geschaffen. Danke an die Regie. 2-0 Hannover. War jetzt nicht zwingend zu erwarten, dieser Zwischenstand nach 4 Minuten. Zeit um angehalten. Es gibt ein wenig Klärungsbedarf. Ballbesitz für Schalke.
Spiel noch nicht freigegeben. Ja, auch das muss alles seine Ordnung haben. Christoph Gerling. Alles im Griff. Zurückgelegt. Und die Qualität der Werbebanden getestet. Ballbesitz Hannover 96. 8 Minuten auf der Uhr. Schuss wieder weggeblockt. Also ich fieber mit. Gute Behauptung da des Balles. Ist der Schussversuch. Gute Fußabwehr wieder von Braune. Ohne den könnte es auch schon 4-0 stehen hier. Zweimal richtig stark zur Stelle gewesen. Ja, und man sieht es an der Körpersprache. Die Köpfe hängen. Trainer, zweite von links, während hier das 3:0 fällt. Robin Willicke. Treffer durch Jerry Bleich. 3:0, das ist eine Ansage. Also auf Schalke wird man nicht schlau hier. Guter Treffer, schön gemacht mit links. Nach rechts ins Eck. Und jetzt der Anschluss. Im Fallen. Tadeusz. Entschuldigung, das war Yusuf Keskin. Hätte ich fast dem Hannoveraner dieses schöne Tor gegönnt. Ehre, wem Ehre gebührt. Also Yusuf Keskin mit dem Treffer zum 1:3. Er hält hier Königsblau in der Partie. Nochmal 7:1 gegen Frankfurt. Gegen Hertha 1:2. Das kann man verlieren, weil Hertha wirklich gut unterwegs ist. Und jetzt liegen sie 3:1 gegen bisher nicht so stark eingeschätzte Hannoveraner hinten. Das hier Freistoß, weil gegrätscht wurde, das ja in den Futsal-Regeln nicht erlaubt. Wir spielen ja nach Futsal-Regeln hier in der Karlsporthalle mit aber einem normalen Fußball. Das ist der Kompromissvorschlag auf eine Verbandsentwicklung, die ja den Futsal-Sport immer weiter in den Vordergrund stellen möchte. Schalke bleibt am Ball. Schalke will jetzt den direkten Anschluss 6 Minuten vor Ende der Partie. Braune wieder. Guter tiefer Ball, bisschen Platz und dann auch die starke Fußabwehr. Der kann auch Bälle halten. Der Aaron Tietje. Da hat er den Ball wieder. Die Wiederholung. Super gespielt auch, wunderbare Mitnahme, alles gut gemacht. Und dann der Abschluss. Nicht optimal platziert. Um das dann zu vergolden. Wieder der tiefe Ball. Diagonal Richtung Ecke. Und der schöne Abschluss. Wiederum von Schalkes Nummer 9. Ja, da wird nochmal angefeuert auf der Bank. Komm, das können wir drehen. Wieder Yusuf Keskin. Hier sehen wir es nochmal. Schön behauptet. Erfasst in Lewandowski-Manier. Körperlich präsent. Eng in der Ballbehandlung und dann direkt im Abschluss. Schöner Treffer. Kündigt sich hier die bisher größte Aufholjagd im Turnierverlauf an. Guter Doppelpass, das haben sie clever gemacht. Überzahl gespielt jetzt. Ganz, ganz wichtig, dass Aaron Tietje hier den Ball gehalten hat, denn das hat Schalke sehr gut ausgespielt, beziehungsweise Hannover auch nicht wirklich clever verteidigt. Wieder eine Überzahl. Also das muss man sich mal vorstellen. Hannover 96 führt und zweimal hintereinander darf Schalke in Überzahl auf das Tor der Hannoveraner auflaufen. Man könnte das entspannter und strukturierter verteidigen, als es die 96er gerade machen. So,
Jetzt mit Tempo. Das wird eine Überzahlsituation. Er kriegt den Ball nicht mit an der Bande. Da sind sie mit 3 gegen 1 eigentlich auf das Tor zu. Während hier noch Lautrim Alimusai am Boden liegt. Die Landung hat, glaube ich, wehgetan. Deswegen liegt er da noch. Was sehen wir hier nochmal? Ja, da knallt er einfach voll rauf auf die Seite. Nichts, was da kaputt gehen kann. Einfach schmerzhaft. Aber da hat Hannover gerade eine riesen Möglichkeit vertan. Die werden mit 3 gegen 1 frei auf das Tor zugelaufen. Und dann kriegt er den Ball an der Bande nicht richtig mitgenommen, nicht richtig verarbeitet. Dadurch Schalke weiter voll im Spiel und in der Musik. Drei Minuten vor dem Ende. Angelupft, das war auch boah, so semi-optimal. Gut gemacht, jetzt wieder Aaron Tietje. Klasse durchgespielt. Jetzt die große Chance für Hannover 96 zum Abschluss und er trifft Alex Fries. Wichtiger Treffer. Oh, wird noch nicht so euphorisch bejubelt. Wunderbar ins kurze Eck gesetzt. Wieder der 2 Tore Rückstand für Königsblau. Das ist immer noch nicht vorbei. Also 2 Minuten sind genug Zeit, Minimum auf Unentschieden zu stellen. Für Hannover wäre es ganz, ganz wichtig, psychologisch diesen Tag hier, diesen bisher echt gebrauchten Tag mit dem Erfolgserlebnis abzuschließen. Was uns natürlich hier, das macht, das sieht man den Jungs ja auch an, die sind angespannt, die wollen das unbedingt. Nix aus ausgepumpt und fokussiert. Was es für uns natürlich hier noch schwerer macht, überhaupt Prognosen aufzustellen für den morgigen Tag, weil hier eine Wundertüte nach der anderen zum Vorschein kommt. Aber genau das macht es ja spannend, macht es unberechenbar. Genau darauf können wir uns sehr freuen. Auch morgen wieder ab 8.30 Uhr den ganzen Tag für WK pur. Mit dem Abschluss der Vorrunde. Asi Bang noch. Und dann den K.O. spielen. Der Ball war schon in den Händen von Maximilian Braune. Freistoßpfiff deswegen korrekt. 1,5 Minuten vor dem Ende. Und als nächstes gleich hier im Programm die Mühlenkreisauswahl mit ihrem letzten Auftritt heute. Sind sehr gespannt, wie sie sich jetzt gleich verkaufen. Für die Jungs der neue Modus auch ungewohnt, denn natürlich ist die Belastung für die Mühlis noch mal eine Kategorie höher einzustufen, weil sie dieses Niveau einfach nicht kennen. Und statt 2 Spiele am Samstag jetzt auf einmal 3 zu spielen, ich glaube schon, dass das ein Faktor sein kann. Und ich bin sehr gespannt, wie lang die Kräfte halten. Die Ecke war noch mal gut reingespielt, aber dann aufmerksam verteidigt. Foulspiel hier gepfiffen. Ballbesitz für Hannover 96. 48 Sekunden vor dem Ende. Nochmal Ballbesitz Hannover 96. Schalke 04 trifft morgen noch auf Werder Bremen. Hannover 96, wie eingangs schon erwähnt, auf Borussia Dortmund. Also auch 2 interessante Partien, die wir da morgen früh nochmal zu Gesicht bekommen, bevor es dann in die K.O.-Spiele geht. Jetzt nochmal der Sturmlauf.
und dann doch recht weit rüber von Schalkes Nummer 10, Moritz Theobald. Das war's. Hannover 96 gewinnt mit 4:2 gegen Schalke 04. Hier gibt es noch einen kleinen Disput, der jetzt aber, glaube ich, gelöst wird. Jawohl, Schiedsrichter Gerling dazwischen. Alles in Ordnung. Wir freuen uns gleich auf die Mühlenkreisauswahl. Bis gleich.